Hallo zusammen. Auch 2013 machen wir gemeinsam mit den führenden Reifenherstellern und mit der freundlichen Unterstützung der Firma BMW Kohl in Aachen einen großen Reifenvergleichstest. Wie im Hintergrund unschwer erkennbar ist, handelt es sich um die Bereifung für die GS-Modelle von BMW. In den letzten 6 Tagen konnten wir ja 5 verschiedene Reifen testen und diese 5 verschiedenen Reifen besetzen eigentlich 3 verschiedene Kategorien. Zum einen haben wir den reinen straßenorientierten Tourensportreifen von Bridgestone, dann haben wir 3 Kandidaten der Semi-Enduro-Reifen mit dem Continental Trailer-Tech 2, dem Michelin Anarchy 3 und dem Metzeler Tourens Next und als letzten den Heidenau K60 Scout, ein rein Enduro-Reifen mit Diagonalkarkasse. Ich persönlich bin einer der Stummellenkerfahrer, das heißt, ich komme von der Rennstrecke und bin dementsprechend handliches Fahren gewohnt, möchte einen Reifen haben, der sich leicht einlenken lässt. Und da hat sich bei mir herauskristallisiert, am einfachsten zu fahren für mich ist der T30 von Bridgestone, gefolgt vom Continental Trailer-Tech 2, der genauso gut haftet im Trockenen wie im Nassen wie Bridgestone, Metzeler, Michelin, Heidenau. Aber der Bridgestone hat den Vorteil, er ist einfach am Lenker, einfacher einzulenken und zu handeln in den Kurven. Also ich fand das klasse, die Gelegenheit zu haben, diesen direkten Vergleich zu machen. In meinem normalen Mopedfahrerleben habe ich einen Reifen über mehrere tausend Kilometer. An den gewöhne ich mich und denke, ja, passt schon so, gar nicht zu wissen, dass es eigentlich auch besser geht. Der Michelin Anarchy 3 zum Beispiel ist ein ganz toller Reifen, weil er mir sehr viel Stabilität vermittelt, sehr viel Sicherheit, insbesondere auch in den Kurven. Der hat einen super Grip. Der Bridgestone T30, sehr viel sportlicher, agiler, ganz leicht im Einlenken, Umlenken. Das war toll. Deswegen ist mein Testsieger der Conti Trailer-Tech 2, weil er so die Vorteile von beiden Reifen so vereint. Also einmal diese Sicherheit, Stabilität, dieses tolle, satte Fahrgefühl, aber dann auch so ein bisschen sportlicher, ein bisschen agiler, leicht einlenken, umlenken. Das hat richtig Spaß gemacht, war toll. Der klare Favorit für mich ist der Bridgestone. Bridgestone ist ein total neutraler, sportlich orientierter Reifen und wird halt eben vom Fahrkomfort, vom Abrollumfang, vom Abrollen her, wird der einfach mir, sagen wir, gerechter von meiner Fahrstil her. Meiner Meinung nach haben alle Reifen sich von ihrer besten Seite gezeigt. Es bleibt keiner großartig zurück hinter den anderen. Ich persönlich fühle mich auf dem Bridgestone am wohlsten, aber die anderen Reifen, die haben auch ihren eigenen Charme. Der Metzler, der liegt wie das sprichwörtliche Brett auf der Straße. Da hat man immer ein richtig sattes, sicheres Gefühl. Was mir aufgefallen ist, ist dieses enorme Gripniveau aller Kandidaten. Es ist Wahnsinn, was heute mit diesen Reifen bei Nässe, bei Kälte und bei Trockenheit möglich ist. Also es gibt keinen Reifen, bei dem man sagen kann, es gibt signifikante Schwächen in sicherheitsrelevanten Bereichen. Das ist sehr, sehr wichtig. Das war eine sehr große Erkenntnis. Der Bridgestone T30 eignet sich aus meiner Sicht sehr stark für den sportlich orientierten Fahrer. Der Reifen lenkt glasklar ein, gibt aber auch ein relativ hartes Feedback. Das heißt, ich weiß über den Zustand der Straße sehr viel. Der Grip, wie bereits angesprochen, absolut ausreichend für die Straße, für Pässe. Dann haben wir die 3 Reifen, diese Semi-Reifen, diese Semi-Enduro-Reifen. Hier in der Summe kein Gewinner, kein Verlierer. Alle haben Top-Eigenschaften.
Der Metzner Tourens Next läuft, wenn er warm gefahren ist, ganz bisschen den Spurrillen nach. Der Conti Trail Attack 2 bravuriert überall. Der funktioniert wirklich einwandfrei in allen Situationen. Und auch der Michelin Anarchy 3, mein persönlicher Favorit, funktioniert auch sehr super, sehr satt. Und auch der Heidenau kann natürlich aufpassen, da nicht ganz mithalten. Er läuft ein bisschen ruppig, er läuft bei harter Fahrweise ganz leicht aus der Kurve raus. Aber das immer erst in einem Bereich, wo ich bereits jenseits von dem tourensportlichen Fahrmodus unterwegs bin. Und in der Summe muss man sagen, für den sportlich orientierten Fahrer Bridgestone T30 kann man nichts falsch machen. Für den Normalfahrer, der seine GS normal bereifen will, egal welche der drei Reifen, die funktionieren alle auf sensationellem hohem Niveau. Und wenn einer sagt, Mensch, ich möchte zum Nordkap fahren oder ich möchte nach Schottland oder ich möchte nach Südamerika oder Südafrika, Amerika ist ein bisschen weit, dann einfach Heidenau K60 Scout drauf. Der läuft und läuft und läuft, der hat so geringen Verschleiß, ist so durchschlagsresistent. Also im Prinzip für jeden Fahrer gibt es den richtigen Reifen und alle auf Top-Niveau. Wir sind jetzt fast am Ende unseres Reifenvergleichstests mit der BMW GS und nur noch wenige Kilometer von der Firma Kohl in Aachen entfernt und haben die Motorräder gemäß der von uns ermittelten Verschleißprozente zum Neuprofil mal in Reihe aufgestellt und wollen die kurz durchgehen, damit Sie auch wissen, welche Laufleistungen möglich sind. Der Heidenau besitzt zu Anfang die größte Profiltiefe mit fast 12 mm und hat auf unseren 3.500 Kilometern, roundabout 3.500 Kilometern, rund 29,7% Verschleiß gehabt. Durch diese hohe Profilanfangstiefe ermitteln wir eine Laufleistung, die wird irgendwo zwischen 7.500, 8.000 Kilometern liegen. Wobei wir anmerken müssen, wir waren auf sehr vielen Pässen unterwegs und wir haben schon ordentlich am Kabel gezogen. An der zweiten Stelle haben wir hier den Metzler Tourens Next. Dort haben wir einen Verschleiß von 28,5% ermittelt, jeweils wieder zum Neuprofil. Und kommen so auf eine Laufleistung, zu einer erwartenden Laufleistung von 6.500 Kilometern. Hier haben wir den Bridgestone T30. Hier haben wir ermittelt einen Verschleiß von 27,3%, aber nur eine Gesamtlaufleistung von rund 5.000 Kilometern. Das liegt daran, dass dieser Tourensportreifen zu Anfang natürlich die geringste Anfangsprofiltiefe hat, weil er eigentlich nur für den reinen Straßengebrauch ausgelegt ist und nicht wie die anderen Reifen auch auf den Enduro-Bereich konzipiert wurde. Prozentual gesehen, den zweiten Platz im Verschleiß belegt der Continental Trail Attack 2. Wir ermitteln rund 19% Verschleiß in unserem Test, aber kommen aufgrund der Anfangsprofiltiefe auf ungefähr 8.000 Kilometer zu erwartender Laufleistung. Gewinner in unserem Verschleiß prozentual, aber auch in der Summe der möglichen Laufleistung ist der Michelin Anarchy 3. Bei unserem Test hier auf diesen 3.000 Kilometern hat der Reifen rund 17% Profil verloren und wir ermitteln so eine Laufleistung zwischen 9.000 und 10.000 Kilometern.